Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen kunterbunten Bastelkanal. Heute habe ich ein kleines Tutorial für euch, und zwar habe ich eine kleine Fledermaus gestrickt, gehäkelt. Das Grundmodell kann man machen, wie man möchte. Also es ist ein Rechteck, kleiner Schal kann man auch sagen. Also man kann es häkeln oder auch stricken, ganz einfach. Man kann sich Flauschi-Wolle nehmen und dann kann man auch ganz einfache Wolle nehmen, je nachdem, welche man hat zur Verfügung. Hier habe ich da mal schnell Fließdecke genommen, einfach von Kick oder von Teddy, ich weiß nicht mehr genau. Dann habe ich Glas-Capuchons benutzt und die kleine Schnauze habe ich formuliert. So ein bisschen Fimo in so einem, ich glaube, Sechserpack oder sowas gibt es auch bei Teddy. Kann man sich auch kaufen, wenn man ein bisschen mit Fimo basteln möchte. Hier ist noch ein kleines Schleifchen und die heißen bei mir alle Funkelfledis, weil sie überall etwas Funkelndes an ihrem Körper oder an ihren Flügelchen haben. Und da ist die kleine Schwester. Hi! Und das ist die große Schwester oder auch Bruder, wie man möchte. Auch ein kleines Schleifchen und ein süßes Schnäuzchen. Ja, ich weiß nicht, das oder das zeige ich euch gleich im Video. Sie sind ja ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon das Video schon etwas her, als ich das gedreht habe, und heute bequatsche ich es erst. Ich müsste jetzt erstmal nachgucken, welche von beiden ich. Ich glaube, ich habe beide im Video gemacht. Mit einer kleinen Zunge. Juhu. Ja, die sind so aus einem ganz normalen Flauschgarn. Das ist übrigens auch von Teddy, das Flauschigarn. Gibt es zurzeit dort auch. Also man bekommt schon eine Menge in einem normalen kleinen Bastelladen, um solche Fledermäuschen zu zaubern. So, jetzt kommen noch die Verwandten. Die kuscheligen Verwandten. Die ganz kuscheligen Verwandten. Yeah. Die haben auch beide braune Augen. Und er hat ja grüne und der andere hat ja auch braune Augen. Und das ist aus dieser ganz flauschigen Wolle. Und diese Flügelchen sind aus Filz und diese wieder aus einer Fließdecke. Ja, und dann die kleinen Schnäuzchen. Jo. Hier habe ich noch eine kleine Schleife aus Schleifenband gemacht und dann ein Sternchen draufgeklebt. Und hier ist halt wieder so eine Glitzerschleife. Das hat sich Gabrielchen schon ausgesucht hier. Und den hier, den möchte sie auch gerne. Kommt dann in ihr Zimmerchen und dann dekoriert sie sich das da. Ja. Oh, die Schleife ist ein bisschen locker. Die muss ich dann nochmal richtig festkleben. So, aber bei den können wir ja hier hinlegen. Ja, das macht Spaß, einen kleinen Funkelfledis zu stricken oder häkeln, weil das ist, glaube ich, gestrickt und das ist einfach gehäkelt. Also bei dieser Wolle spielt das keine Rolle. Da sieht man nicht, ob das gestrickt oder gehäkelt ist. Genau wie bei der. Das ist, da sieht man es auch nicht. Nicht wirklich. Kommen wir hier, dass ihr alle aufs Bild passt hier. Ich stotter schon auf. Na, ist ja nichts Neues. So, dann habe ich noch zwei kuschelige. Das ist auch so eine Kuschelwolle. Die sind auch cool drauf. Oh Gott, der fliegt auch trollig hier. Auch wieder Fließdecke und das ist wieder Filz. Und Öhrchen habe ich dann angenäht. Auch die Flügelchen habe ich mit der Schablone gemacht. Aber das seht ihr ja gleich. Hier wieder so eine Schleife aus Schleifenband. Und ein kleines Glitzersteinchen. Und er oder sie hat das Glitzersteinchen hier auf dem Flügelchen. Oh, die finde ich auch cool. Ja, und je nachdem, wie viel man ausfüllt hier im Kopf, je runder wird er oder je platter. Und je nachdem, wo man abbindet den Körper, ist der Kopf größer, der Körper kleiner oder gleich groß oder wie auch immer, wie man es haben möchte. Hier ist es auch noch so, dass der Körper unten. Oh,
Müsste man das Bild halten. Und ein bisschen kleiner ist. Ja. Also kommt darauf an, wie man die Füllworte reinstopft. Ne? Danach kann man sich dann die Form machen. Die Form machen. Die kleine Fledi in Form bringen. Mein Gott, habe ich wirklich hier überhaupt keinen Platz? Doch, hier unten ist noch genug. Ne? Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Einer kommt noch. Zinse. Oh Gott, wie niedlich. Jetzt kommt noch eine puschelige Fledermaus. Und da habe ich Glitzerpapier genommen. Wenn man damit nicht draußen im Regen spazieren geht, dann passieren dem Flügelchen ja nichts. Dann werden sie auch nicht nass. Und die hat ein kleines Piercing im Ohr. Auch ein Glitzersteinchen. Ja. Kuckuck. Ja, das ist denn noch flauschige Wolle. Sieht ein bisschen aus wie welche von den Muppets, ne? Ja, das sind meine Funkelfledi-Mäuschen, Funkelfledis. Und wie gesagt, die beiden zeige ich euch jetzt, wie die gestaltet werden. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht sieht man mal die eine oder andere von euch, die ihr dann nachgebastelt habt, nachgehäkelt, nachgestrickt, wie auch immer, wie ihr gerne möchtet. Man könnte auch einfach nur eine Socke, also eine Flauschisocke aufschneiden und befüllen und dann so zusammenbasteln, wenn man gar nicht häkeln oder stricken kann oder möchte, dann geht sowas natürlich auch. Die ist auch ziemlich weich und stretchig, die kann man dazu auch nehmen. Ja, oh, guck mal, jetzt kommt die Sonne raus, die Fledis. Denen schadet das Sonnenlicht nicht. Ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Bastelzeit und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao mit Kakao!